Barry, was? Was? Was macht eigentlich? Was macht eigentlich? Herzlich willkommen bei Was macht eigentlich? Lena und ich, wir sitzen heute hier, weil wir uns mal mit vergessenen Persönlichkeiten auseinandersetzen. Wir haben uns jeweils eine Person für den anderen rausgesucht. Schnick, schnack, schnuck. Nein. Schnick, schnack, schnuck. Och Mann, wir schaffen es nicht. Okay, ganz kurz und knapp. Und ich weiß ja schon wieder, ich hasse sie. Und das ist ja eine Persona, die du liebst, wahrscheinlich. Wir werden sehen. Germany's Next Topmodel. Klingt schon mal gut. Austria's Next Topmodel. Larissa Marold. Okay, nee, ja. Ist auch für mich zu doll. Aber ich bin ganz gespannt. Ja. Da bin ich jetzt wirklich neugierig. Ja, also, wie ich gerade schon angedeutet, es ging für ihre Karriere steil bergauf mit der Teilnahme an Austrias, ganz deutsch ausgesprochen, Austrias Next Topmodel 2009. Leute, überlegt ihr euch mal, wie lange das schon her ist? 2009, und ich habe es ja geguckt, wir werden alle alt. So, danach mit dem Sieg hat sie sich ja für die Teilnahme bei Germany's Next Topmodel qualifiziert. Also die durfte natürlich dann ein bisschen später einsteigen und musste jetzt nicht nochmal bei den Castings anfangen, okay, bei Germany's Next Topmodel. Krass, wusste ich aber auch. Genau. Ah, ja. Weißt du nicht mehr? Der Umstyling-Tag? Meine Haare sind alles, ja, was ich habe. Das weiß ich, aber ich wusste nicht. Ich wusste nicht, dass man sich mit dem Gewinn in Österreich für die Deutsche qualifizieren konnte. Das war mir gar nicht so. Super unfair, oder? Ja. Sehr super unfair. Naja, dann war sie Teil der Sendung Die Model-WG auf ProSieben. Ich weiß nicht mehr, ob ich da, ich habe wahrscheinlich reingeguckt, aber es war wahrscheinlich einfach so sinnlos, dass ich mich nicht mehr daran erinnern kann. Mhm. Aber woran wir uns, denke ich, alle erinnern können nach Germany's Next Topmodel, ist ihre Teilnahme im Dschungel 2014. Sie hatte, glaube ich, damals sogar den ersten Rekord aufgestellt. Ich weiß nicht, ob sie ihn immer noch hält. I doubt it. Mit 8 Dschungelprüfungen in Folge. Sie war ja eine anstrengende Person einfach. Ich habe mir auch damals, also oder letztes Jahr habe ich mir die Staffel auf TV Now, glaube ich, nochmal reingezogen. Es war schlimm. Die ist nur angeeckt. Die ist ausgerastet. Die war vulgär. Eigentlich alles, wofür Sat.1 sie wahrscheinlich jetzt wieder lieben würde. Und dann war ich ein bisschen überrascht, weil sie, glaube ich, sogar Platz 3 oder 2 gemacht hat in dieser Staffel. Okay. Also bei den Zuschauern kommt Krawall wohl schon immer gut an. Da machst du nichts. Und 2017 war sie dann nochmal bei Global Gladiators. Das ist auch so eine Sendung, wo die irgendwo ausgesetzt werden, aber eigentlich dann schon noch wie so ein Safari-Wohnwagen haben und dann halt Aufgaben machen müssen. Also alles nicht der Rede wert, aber danach hat sie ihre Trash-TV-Karriere ein bisschen beendet, sagen wir es mal so, und hat gesagt, nee, sie möchte jetzt seriöser werden, hat schließlich auch in New York mal kurz in so einer Schauspielschule irgendwas gemacht. Ich glaube, es waren da auch trotzdem 2 Jahre. Und war ständig in irgendwelchen österreichischen Filmen, Fernsehproduktionen, Serien, bei Rote Rosen, hatte so eine Hauptrolle, ist nur noch da unterwegs in diesem Business und ist jetzt, Larissa Marold ist ja jetzt in einer Satire-Show. Sie ist ein Teil einer Satire-Show bei Willkommen Österreich und aktuell glaube ich gerade noch beim ZDF bei der Serie Blutige Anfänger. Also Trash wirklich abgelegt und reingerutscht ins Schauspielbusiness. Krass. Ich habe mir nichts davon angeguckt. Ich würde gerne wissen, ob irgendjemand sie schon als Schauspielerin erlebt hat in der Serie, Film, was auch immer. Mhm. Bitte mal in die Kommentare droppen. Ja. Ich möchte es auch, glaube ich, gar nicht sehen, weil also schon allein das Gesicht löst nicht keine schönen Dinge in mir aus, muss ich sagen. Und ich würde auch wünschen, dass sie dabei bleibt, in dem Rahmen, oder? Ja, die wollen wir nicht mehr im Trash-TV sehen. Obwohl ich schon sagen muss, so nächste Staffel Promis unter Palmen mit Larissa,
warum halt eigentlich nicht? Nee, es gibt wirklich schlimmere Leute. Ja, aber wir sagen ja immer, nee, immer nur noch Krawall. Aber am Ende ist er auch nicht mehr ja, so. Ja, stimmt. Aber sie soll beim Schauspielern bleiben, ist besser. So, wen hast denn du? Ach so, du darfst immer wieder wen aussuchen, sind jetzt nur noch zwei übrig. Und raus bist du, ich nehme Nummer zwei. Wen ich mitgebracht habe für dich, der zu 100% was sagen, wenn nicht, dann wäre ich jetzt sehr schockiert, Britt Hagedorn. Britt am Mittag. Einfach geil. Für Leute, die es nicht wissen, wer sie ist oder wer sie war, sie ist Fernsehmoderatorin, ganz kurz zusammengefasst. Ist auch mal schön, dass eine Person ja bei einer Sache geblieben ist und nicht noch Autorin, Sängerin und Schauspielerin draus gemacht hat. Sie ist mittlerweile 49 Jahre alt. Interessant fand ich das. Und viel interessanter fand ich aber auch noch, dass sie vorher, vor ihrer Moderationskarriere, Kunstgeschichte und Kultur- und Literaturwissenschaften fertig studiert hat. Krass, auf alle Fälle würde ich sagen. Okay. Ihre Sendung war früher Britt, der Talk um 1. Du hast es schon so schön gesagt. Es lief immer montags bis freitags 13 Uhr bei Sat.1. Die beste Zeit, wirklich eine. Welche Klasse war ich da? Die ganze Grundschule, da warst du ja schon mal 13 Uhr zu Hause, hast ja Fernseher angemacht, lief ja Britt. War ja einfach geil. Das zählt auch zu Daily Talk. Und die Themen, die dort hauptsächlich besprochen wurden, wissen wir ja alle, Familienstreitereien, Nachbarschaftsstreit, Vaterschaftstest. Sorry, ja. Stefan Raab hat bei TV Total ja von Britt am Mittag noch so viel profitiert. Sorry. Also ich wollte nur noch kurz sagen, am besten fand ich ja die Lügendetektor-Tests. Das war einfach das Geilste. Du hast da ja zugeguckt, hast dir gedacht, was für eine Scheiße, dann wird jetzt hier mal kurz irgendwas an den Finger geklemmt oder was auch immer gemacht wurde. Es war ja einfach gut, es war ja einfach geil. Aber die Frage ist ja wirklich, was macht sie jetzt? Weil am 28. März 2013 lief die letzte Show. Sie verkauft jetzt Produkte auf einem Shoppingkanal bei HSE24. Sehe ich sie total komplett. Passt. Und bei Channel 21 verkauft sie sogar noch ihre eigene Beauty-Marke, die relativ professionell und interessant aussieht, muss ich sagen. Also es ist nicht mal ein kleiner Versuch. Ich würde sagen, es läuft sogar, das Projekt. Außerdem hat sie zwischendurch nochmal mitmoderiert bei Mein Mann kann. Und immer montags macht sie die Sendung Total gesund mit Britt und Dr. Kurscheid. Da gibt sie Ernährungs- und Gesundheitstipps. Sehe ich sie auch komplett. Ich sehe sie aber auch in allem. Was? Also sie ist weiter bei der Moderation geblieben. Ich hatte noch fast gedacht, war nicht mal so ein im Gespräch, dass es sogar so ein Revival wiedergeben soll vom Britt am Mittag. Also das ist mal wieder so eine Talkshow. Wer weiß. Es wäre ja geil, aber es kommt ja auch wahrscheinlich nicht mehr an. Wer soll denn das noch gucken, außer wir? Und um 13 Uhr ist jetzt wirklich nicht meine Fernsehzeit. Leute, also wenn ihr euch noch daran erinnern könnt, ich weiß gar nicht, ob sowas heute noch ausgestrahlt werden dürfte. Das war ja so doll. Das ist ja fast, irgendwie ist es fast Mobbing. So was da stattfindet, was man sich da anguckt. Das mag sein. Aber Britt soll bei ihren Krebs bleiben und auf HSE24. Das macht sie gut, das ist ihr Ding. Fertig. Sie lebt mittlerweile auf Malle. Na klar. Die größte Zeit. Mit zwei Kindern und Mann. Und sie sieht sehr glücklich aus auf den Fotos. Ihr könnt ja mal auf ihrem Instagram-Kanal vorbeischauen. Es ist alles stimmig. So. Falls ihr noch Ideen habt oder ihr euch fragt, Lena, Martin, Tessa, was macht denn die Person, was macht denn Person B? Bitte, bitte schreibt uns. Wir gehen gerne auf Recherchearbeit und halten überall mal die Loops rein. Ja, ich bin ganz doll neugierig, was ihr noch so für Vorschläge habt, weil auch wir können ja Leute wirklich vergessen. Da freue ich mich wirklich drauf. Ja, na dann, macht's gut. Macht's besser, Lena. Und seid so, wie ihr bleibt. Küsse gehen raus. Tschüss.